Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem ersten News-Update des Tages, heute am Montag, den 25. Mai. Für rund 40.000 Schülerinnen und Schüler in Österreich geht es diese Woche um alles. Die Maturaprüfungen stehen an. In Zeiten von Corona allerdings laufen sie ganz anders ab als sonst. Für jede Prüfung gibt es eine Stunde mehr Zeit. Betreten wird der Prüfungsraum mit Maske. Die mündliche Matura fällt grundsätzlich vollkommen aus. Außer jemand möchte seine Note verbessern, dann ist ein freiwilliger Antritt möglich. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dürfte seine Ex-Frau auf Parteikosten bespitzeln haben lassen. Und zwar ein ganzes Jahr lang vor seiner Scheidung im Jahr 2006. Die Honorarnoten des Detektivunternehmens in der Höhe von knapp 10.000 Euro gingen an die FPÖ. Das geht aus den Unterlagen hervor, die Straches ehemalige Büroleiterin den Ermittlern übergeben hat. In den Monaten nach Ibiza hat Strache ja offenbar auch mehrere Parteikollegen beschatten lassen, weil er eine Verschwörung gewittert hat. Bundespräsident Alexander Van der Bellen war in der Nacht auf Sonntag nach Mitternacht noch im Gastgarten eines italienischen Lokals in der Wiener Innenstadt. Dort hat ihn gegen 12:30 Uhr früh die Polizei angetroffen, in Begleitung seiner Frau, knapp 1,5 Stunden nach der Corona-Sperrstunde. Van der Bellen hat sich entschuldigt. Er habe sich vertratscht und dabei die Zeit übersehen, sagt er. Falls der Wirt eine Strafe zahlen muss, will er dafür aufkommen. Von Seiten der FPÖ kommt Kritik. In den sozialen Medien hingegen stößt der Bundespräsident auf viel Verständnis. Ein User schreibt: Es gibt Schlimmeres, als mit dem Menschen, den man liebt, einfach die Zeit zu vergessen. In Deutschland dürfte es einen neuen Infektionsherd gegeben haben. Bei einem Gottesdienst am 10. Mai in einer Kirchengemeinde in Frankfurt haben sich offenbar mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Infizierten leben in Frankfurt und in drei hessischen Landkreisen. Auch in Niedersachsen dürften sich bei einer Wiedereröffnungsfeier 18 Menschen in einem Restaurant infiziert haben. Und eine Kinderärztin in Krems bietet jetzt Corona-Tests für alle an. Die Medizinerin hat das erste Corona-Testzentrum für Gesunde gegründet. Ihr sei es wichtig, Menschen einen Zugang zu Covid-19-Abstrichen und Antikörpertests zu ermöglichen, sagt sie. Damit will sie jenen die Sicherheit bieten, kein Überträger zu sein, die in Gesundheitsberufen tätig sind, in der Gastronomie und Hotellerie oder im Kundenkontakt. Aber auch jenen, die einfach nur gefährdete Eltern oder Großeltern besuchen wollen. Die Tests finden außerhalb der Ordinationszeiten statt, um die kleinen Patienten nicht zu gefährden. Das war soweit Ihr News-Update für den Montagvormittag. Ich hoffe, Sie sind gut, fröhlich und vor allem gesund in die Woche gestartet. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.